Herzlich willkommen zu den SAK-TV-Nachrichten heute mit Fachverband SAK Bayern, 10. SAK-Kongress online. Messe Frankfurt, Trägerschaft und Beirat stehen hinter der ISH 2021. Corona-Krise, Team Steffen gibt Einschätzung zur aktuellen Lage der Betriebe. Und Duravit AG, neuer Vorstandsvorsitzender, übernimmt zum 1. Juli 2020. Der Fachverband SAK Bayern freut sich über die positive Resonanz auf seinen 10. SAK-Kongress. Der Kongress war eine absolute Premiere. Normalerweise dauert er 3 Tage. In dieser Zeit bietet der Verband neben Fachvorträgen traditionellerweise auch ein interessantes Rahmenprogramm und einen Galaabend an. Wegen Corona war das dieses Mal leider nicht möglich. Also hat der Verband den Kongress unter großem organisatorischen Aufwand kurzerhand online präsentiert. Meine Kollegin Inga Wegemann hat den Kongress aus München moderiert und im Anschluss mit dem Hauptgeschäftsführer des Fachverbands SAK Bayern, Dr. Wolfgang Schwarz, ein Resümee dieses außergewöhnlichen Tages gezogen. Dr. Schwarz, Sie haben keine Mühen gescheut. Sie haben hier im Fachverbandsgebäude in München ein Fernsehstudio aufgebaut, um den Teilnehmern den SHK-Kongress 2020 zu ermöglichen. Wie war denn die Resonanz von Seiten der Teilnehmer? Die Resonanz war sehr gut. Wir hatten ja eine Premiere, wie Sie sagen, der erste SHK-Online-Kongress überhaupt. Wir hatten eine sehr gute Beteiligung seitens der Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hatten das Stammpublikum, was wir normalerweise auf den SHK-Kongressen erreichen. Und wir hatten zusätzlich neue Zuseherinnen und Zuseher, die dieses neue Format anscheinend angelockt hat, eben zuzuschauen, dran zu bleiben bis zum Schluss. Wir hatten am Anfang ja die Themen zu Technik, Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Dann hatten wir Betriebswirtschaft, ein bisschen was Rechtliches und zum Schluss die Spengler-Themen. Und wir hatten über den ganzen Tag von 8:30 in der Früh bis heute Nachmittag um 3 Uhr eine tolle Beteiligung, konstant, durchgängig. Sie haben gerade die Themen angesprochen. Teilweise waren die Referenten hier bei uns im Studio, teilweise haben wir in deren Büros geschaltet. Wie bewerten Sie denn die vorgetragenen Inhalte? Die Inhalte waren natürlich hoch spezialisiert. Wir hatten tolle Experten hier, die in ihrem Fach Koryphäen sind und sich natürlich dann entsprechend da viel mehr rein vertiefen konnten in alles, was sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in kurzer Zeit näher bringen wollten. Also insgesamt ein hohes Niveau, das man von uns gewöhnt ist, und das wollten wir natürlich auch in dem Online-Format so transportieren. Wie ist denn Ihr Eindruck von dem SHK-Kongress 2020, Ihr Resümee? Das Resümee fällt durchaus positiv aus. Wir mussten ja innerhalb von 6 Wochen alles erfinden, uns neu auf die neue Situation einstellen. Corona hat uns da den Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten eben nicht in Landshut sein, wo wir gerne gewesen wären. Wir mussten die Innung, sozusagen alles, was das Gesellschaftliche gewesen wäre, das mussten wir leider wegstreichen und haben uns rein auf den fachlichen Teil konzentriert. Ich freue mich aber trotzdem, dass der Obermeister der Innung, Herr Ingel, und auch der Oberbürgermeister der Stadt Landshut bereit waren, ein Videostatement noch abzugeben am Anfang des Kongresses, um dem Ganzen noch eine bestimmte Note zu geben, ein Lokalkolorit, was wir leider nicht in Präsenz haben konnten. Die Qualität der Referenten und der Inhalte war überdurchschnittlich gut, das habe ich gesagt. Das Team hat super funktioniert und der Chorgeist, der dadurch entstanden ist, auch im Fachverbandsteam zwischen Hauptamt und Ehrenamt, ist vorbildlich. Also ich würde sagen, 2 Daumen hoch, der Verbandstag oder der SHK-Kongress online 2020 wird in die Geschichte eingehen, aber sehr positiv. Dann dürfen wir uns ja auch auf den nächsten Kongress freuen, im nächsten Jahr, dann hoffentlich wieder von Angesicht zu Angesicht. Das ist da geplant. Das hoffen wir sehr. Da werden wir dann, wir planen jetzt schon für 2021 vom 10. bis zum 12. Juni in Erlangen. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele der Zuseherinnen und Zuseher dann entsprechend uns live besuchen würden und wir es nicht mehr online machen müssen, sondern wir möglichst viele Zuseherinnen und Zuseher dann auf der Bühne, von der Bühne, uns auf der Bühne sehen könnten. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank, Dr. Schwarz. Ich danke Ihnen. Falls Sie den Kongress verpasst haben sollten, einzelne Vorträge des Tages finden Sie ab dem 7. Juli im Downloadbereich auf der Homepage des Fachverbands SAK Bayern oder auf unserer Internetseite in der Rubrik Extra.
Mitte Juni 2020 tagten die Trägerschaft und der Messebeirat zur ISH 2021. Dabei wurde eins deutlich: Beide stehen stellvertretend für die gesamte SAK-Branche hinter der ISH 2021, so die Mitteilung der Messe Frankfurt. Auch wenn sicherlich gerade aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um Covid-19 und die damit zusammenhängende Unvorhersehbarkeit der Situation im nächsten Jahr Ungewissheit bzw. Verunsicherung in der Branche herrscht. So spricht auch die aktuelle Anmeldesituation dafür. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Alle Keyplayer sind angemeldet, sagen die Veranstalter. Rolf Steffen macht mit seiner Akademie Zukunft Handwerk bundesweit SAK-Handwerksbetriebe fit für eine moderne, erfolgreiche Betriebsorganisation. Da Steffen nicht nur in den SAK-Betrieb Team Steffen Einblicke in die Auswirkungen von Corona hat, sondern auch mit vielen anderen SAK-Handwerksbetrieben im engen Kontakt steht, haben wir ihn einmal nach seiner Einschätzung zur derzeitigen Lage gefragt. Auch das Handwerk war und ist betroffen von der Corona-Krise. Gerade Unternehmen, die im Privatkundenbereich tätig waren, hatten ganz schnell einen sehr starken Einbruch in der Nachfrage. Unternehmen, die im Projektgeschäft tätig waren, weiß ich von vielen, hatten andere Herausforderungen. Es war nicht mehr möglich, mit mehreren Mitarbeitern zu einer Baustelle zu fahren oder auch auf einer Etage oder in Räumen zu arbeiten. Also viele Unternehmen haben tatsächlich mit großen Herausforderungen aktuell auch zu kämpfen, wenngleich das Handwerk weniger betroffen ist als andere Branchen. Grundsätzlich war es mal so, dass erstmal tatsächlich Produktivität gesunken ist. Denn in der Verantwortung der Unternehmer stand es, alle, die schon Anzeichen von Erkrankungen hatten, auch natürlich zu Hause zu lassen. Im Büro war Homeoffice angesagt. Damit waren besondere Kosten für Homeoffice-Plätze nötig, aber auch da war die Produktivität letztlich etwas eingeschränkt. Die Digitalisierung in der Kundenansprache sollte jetzt weiterentwickelt werden. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir Zuversicht haben, dass wir im Handwerk und gerade im SAK-Handwerk natürlich Aussicht haben, dass unsere Aufträge nicht verloren gehen, sondern geschoben werden. Und umso mehr ist es heute wichtig, glaube ich auch, den Verkauf zu professionalisieren, gegebenenfalls auch Verkaufsgespräche oder Verkaufsverhandlungen online durchzuführen. Genauso wie Einstellungsgespräche. Viele Unternehmen machen heute solche Gespräche, führen sie online. Der Aufsichtsrat der Duravit AG hat Stefan Patrick Tahi zum 1. Juli 2020 zum Vorstandsvorsitzenden der Duravit AG bestellt. Tahi tritt die Nachfolge von Professor Dr. Frank Richter an, der das Unternehmen zum 30.06.2020 verlassen wird. Tahi war zuvor unter anderem CEO der De'Longhi GmbH Deutschland. Der zweifache Familienvater freue sich darauf, mit allen Duravit-Mitarbeitern den Weg in die Zukunft zu gestalten. Das waren unsere SAK-TV-Nachrichten für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein baldiges, schönes Wochenende. Alles Gute, ja, und bis bald.